So, wir gehen einfach mal von links nach rechts, oder? Ja. Aus dem Leichenschauhaus hört sich immer gut an. Ja, finde ich auch immer super. Ja, guck mal, Leichenschau! Eine Leichenschau! Oh Gott, müssen wir die jetzt irgendwie untersuchen oder so? Oh ja, lass die aufschneiden. Ne, das macht er ja. Ja, komm. Ach so, das war ja eben auch der, den wir umgebracht haben. Ich hab's jetzt verstanden. Ich dachte erst, es ist der, den dieses Glaubeus-Ding umgebracht haben. Okay, dann wollen wir mal anfangen. Ja. Wenn Sie möchten, können Sie draußen warten. Ich bleibe, wenn das Sie nichts dagegen haben. Ich glaube, das ist seiner. Und Autopsien auch. Ja. Das ist okay. Wie Sie wollen. Ja, das ist echt so, ne? Oh mein Gott. Keine äußeren Hämatome am Körper. Nein. An der rechten Hand. Kommt das jetzt mit jedem? Abgebrochene Fingernägel. Ich hab's wieder gemacht und es ist. Großes Hämatom hinten am Schädel. Nee, irgendwas war eben. Hinterhauptbein gebrochen. Wie oft das nicht piept. Ja, weil du es genau perfekt in die richtige Richtung machst. So scheiße. Schräg zählt nicht sozusagen. Ich mach nicht beide still. Pupillen. Doch, wenn du das so machst, ich muss das mal perfekt gerade halten. Drei Stichwunden zwischen der dritten und der fünften Rippe in Herznähe. Die Klinge drang tief ein. Die Stiche sind von vorne sowie von links nach rechts zugefügt worden. So unmöglich, dieses Spiel zu spielen. Ein Stich trennte die Aorta durch und die anderen zwei durchtrennten die linke und rechte Kranzarterie. Vielleicht muss man kotzen, wenn man es nicht schafft. Wirklich keine ja, Chance. Ja, genau. Die Klinge rutschte durch die Rippen und trennte die Arterien. Guck, wie kaputt kann die nichts machen. Sind. Glauben Sie, das war ein Zufall? Schwierig zu sagen. Die Chance, mit drei Stichen alle drei Hauptherzarterien zu durchtrennen, ist recht gering. Mhm. Aber unmöglich ist nicht. Glauben Sie, der Mörder hatte Anatomiekenntnisse? Könnte es sein, aber ich bezweifle, dass jemand, der sich in menschlicher Anatomie auskennt, so etwas tun würde. Um jemanden derart langsam und qualvoll sterben zu lassen, muss man schon gestört sein. Ja, das sind Mörder meistens, deswegen sind das ja Mörder. Naja. Ich habe schon einmal so einen Fall gehabt. Ist eine Weile her, in den 90ern, glaube ich. Genau identisch. Drei Stiche ums Herz herum, die je eine Hauptarterie durchtrennten. Hat mich damals sehr beeindruckt. Ich fragte mich, wie das möglich war. Der Fall hieß, na, wie hieß er gleich? Carsten oder Kirsten oder so ähnlich. Kirsten. Ja, genau, ja. Kirsten. Kennen Sie diesen Fall? Noch nicht. Aber das steht als nächstes auf meinem Programm. Das ist nicht sehr gut. Das ist voll scheiße. Da hätten wir jetzt bestimmt coole Sachen erfahren. Jetzt kommt noch der Trainer. Guten Tag, Inspektor. Tag, Frau Morrison. Nett, dass Sie sich hierher bemüht haben. Hässliger Pulli. Nun setzen Sie sich. Ach, das ist genau. Ne? Tja, wir werden versuchen, ein Phantombild des Mannes anzufertigen, den Sie gesehen haben. Und zwar mit Hilfe eines Computerprogramms. Ja. Sie werden sehen, das ist kinderleicht. Wie eine Art Videospiel. Haben Sie schon mal ein Videospiel gespielt, nee. Frau Morrison? Nein. Macht nichts, geht auch so. Wichtig ist, dass Sie sich genau zu erinnern versuchen, was passiert ist. Das Programm enthält verschiedene Modelle von Gesichtszügen. Sie gehen alle durch, dass das Ganze so aussieht wie der Verdächtige. Verstehen Sie mich? Ja, ich glaube schon. Okay, los geht's. Muss ich mich ja selbst enttarnen. Ja. Wie sieht er denn aus? Was ist das? Okay. Weiß ich doch nicht, wie sein Kinn aussieht. Glaub, so schon mal nicht. Ich glaube, es ist ein schmales Kinn gewesen. Ey, keine Ahnung. Alter, man sieht ihn ja auch immer nur von hinten. Nee, stimmt ja gar nicht. Naja, aber trotzdem. So, oder? Der hat auf jeden Fall ein spitzes Kinn gehabt. So oder so. Aber das sind ja auch die Ohren mit. Ja, stimmt. Ne, der hatte kleine Ohren. So bestimmt nicht. Ja, sowas eh nicht. Ich würde so machen. Na, ich weiß nicht, dass ich glaube nicht, dass er da so einen Gritz drin hat. Das sind zu große Ohren. Doch, kann schon sein. Ja, hatte er. Ich finde das gut. Ich kann auch zufällig machen. Was soll das denn? Ja, wenn man keinen Bock da drauf hat und dann wirst du nicht geschnappt. Das ist doch gut. Ich bin immer noch für ihn, auch wenn er dann... Ey. Oh. Was hat er denn für Augen? Eine Brille keine hatte der, Brille. Ne? Brille. Nee. Keine Ahnung. Ey, was weiß ich, Mann. Was? Nimm die, die sind perfekt. Ja, nein, nein, die davor, nein, die, nein, die, nein, die, nein, die. Alles scheiße.
Ja, nimm die vor deinen Brillen. Die? Ja. Warte, erstmal muss der Bart weg. Hat er den Bart? Nein, oder? Nee, nicht wirklich. Nee. So war der doch, so sah der doch aus. Ja, mach ihm auch orange Haare und... Nee, oder hat er so einen Bart? Nein, der hatte gar nichts. Okay. Gar nichts. Auch nur sehr schmalen Mund, glaube ich. So, ja, hat er immer geguckt die ganze Zeit. Ja. Nimm den. Nee, der lacht. Und der lacht. Und das war aber der schmalste. Nimm den. Das war derselbe. Ja, darum, nimm den. So. Nein. Nein, so sieht er nicht aus. Doch. Nein. Oh Gott, nimm den. Ey, das ist jetzt alles falsch. Dann ist das der normalste, der Rest ist scheiße, das passt überhaupt nicht. Oh, Nase und Augenbraue, die gehören ja immer zusammen. Der sieht schon jetzt perfekt so aus wie Lukas. Aber die Haare sind, glaube ich, richtig, oder? Ich weiß gar nicht, was für Haare der hat. Also entweder das... Nee, die Augenbrauen sind kacke. Ich würde die nehmen. Okay. Aber der Mund ist falsch. Ja, genau ja, so. Wie aus dem Gesicht geschnitten. Aus dem Gesicht geschnitten hat er das gemacht, genau. So, weil er das halt ein Mörder ist, ne? Ja, die sind, glaube ich, richtig, ne? Ja. Aber irgendwas ist da noch falsch. Mund, Augen, Augenbrauen. Ich alles, glaub, alles einfach, alles. Und das Kinn ist auch falsch, auf jeden Fall. Haben wir nicht mal ein Bild oder so? NYPD, NYPD. Du holst jetzt nicht dein Handy raus. Ich soll doch gucken. Das ist gecheatet, Mann. Hör auf damit. Sieht aus. Ja, nimm die. Ja, aber die sind so... Ja, man weiß das nicht. Das kommt immer drauf an. Ich guck dir so eklig an. Ja. Die sind am besten. Ja, aber die Nase und der Mund ist noch falsch. Wo ist denn der Mund? Ja. Das ist Idee. So sieht der nicht aus. Doch. So sieht der niemals aus. Doch. So auch nicht? So vielleicht. Er hatte auch keinen... Das oder das? Das? Ich bin immer noch für das Erste. Aber du spielst ja, ne? Du kannst das machen, wie du willst. Ah. Ich kann sie noch so aussehen lassen. Das ist die Nase zu dick. Ja, das. Sind jetzt nochmal die Ohren und so? Warte! Was war das eben? So. Ja, nee, das hatten wir gerade. Mach mal. Nee. Das ist gut. So wir nehmen ihn jetzt einfach so. Ja, so sah der. Ja, außerdem wollen wir doch gar nicht, dass wir ihn empfehlen. Ja, aber... Mach mal zufällig. Ja, dann ist ja alles wieder weg. Ja, ist doch egal. Sieht das Gesicht so wieder verdächtiger aus? Ja. Guck, und so ist das dann oft bei den Aussagen. Zumindest, soweit ich mich erinnere. Okay. 50-75% ähnlich. Dieses Bild wird an alle Polizeistreifen, Flughäfen, Bahnhöfe und Busbahnhöfe verteilt. Wenn dieser Typ noch in New York ist, entwischt er Oh, die Narbe in Form einer Banane fehlt noch. Und Sie sollten mal ein Videospiel spielen. Hä, also ich finde das gar nicht so. Was war denn jetzt falsch? Die Augenbrauen und die Nase waren richtig. Die Augen waren die schmalen, ja. Die ganz schmalen. Nach dem Vorfall im Büro fragte ich mich, aber sonst ob ich noch bei Verstand war. Der Mund war auch richtig. Ich war dermaßen nee, ich habe ja dann den anderen genommen, du Arsch. Ich fürchtete, dass von Albträumen heimgesucht zu werden. Ich wusste nicht, dass er so einen Schmollmund hatte. Ich dachte, Zimmer auf und ab. Ich wäre liebend gerne ins Bett gegangen, aber ich bekam die Augen nicht zu. Bekommt er nicht jetzt Besuch? Zieh dir mal was anderes an, ist ja eklig. Toll, ey, diese Reaktionsdinger kann man nicht machen, ey. Hast doch gesehen, ich hab's hingekriegt nach 50 Mal. Um ein Kind zu retten, das ausgerutscht und hineingefallen war. Ach. Der Junge konnte wiederbelebt werden und wird bald wieder wohlauf sein. Sein heldenhafter Retter verschwand, noch bevor der Krankenwagen eintraf. Solch selbstlos. Er hat gedrückt und dann ist es ausgegangen. Ich spiel Gitarre. Ja. Rock mal eine Runde ab. Ich mache erst den Verstärker an. Es geht echt? Ich dachte jetzt schon, der hat schon wieder keine Lust, weil er gerade jemanden umgebracht hat, aber... Alter, sogar mit Verstärker, ey. Muss ich schon auch wieder Nachbarn so Reaktionen. Ja. Nee, du kannst jetzt rumschrabbeln. Blues machen wir. Ich würde Bossa sagen. Nee, das ist viel zu fröhlich. Genau, so hört sich das dann auch an, wenn man sich verspielt.
Ey, das ist doch unmöglich, Mann. Gib her, ich spiele dir jetzt mal einen Bosser vor. Jetzt könntest du da was dran ändern. Ja, ich kann Bosser spielen, das kann ich ja auch so. Auf meiner Klarinette. Hä? Das ist doch kein Funk. Sich verarschen. Das ist kein Funk. Jetzt kommt, jetzt wird's funky. Hä? Das ist zwar cool, aber kein Funk. Mann, ey. Es hilft auch, die runterzudrücken dabei. Dass du den Knopf sozusagen reindrückst. Echt? Also immer, wenn du in die Richtung drückst, auch dabei runterdrücken. Ah. Hä? Das piept immer. Fahrenheit. Ja, Leute, wir können leider das Spiel nicht spielen. Ich wollte den Fahrenheit-Song spielen, ne? Mann, ey. Verstärker bitte wieder aus. Ich mag das Geräusch jetzt schon nicht. Ich check mal meine E-Mails. Ja, vielleicht kriegt sie auch Kirstin. Hä? Oh, mach mal Musik an. Wenn du schon keine spielen kannst. There is someone walking behind you. Das ist von den Bee Gees. Echt? Zwei spielen. Hä? Einswehr spielen. Ah. Nur dieselbe. Achso, weil es eine CD ist. Say goodbye nehmen wir. Jetzt geht's ihm besser. Gut, wie komme ich jetzt hier weg? Aber wenigstens bleibt es an. Sehr cool. Okay, scheiß Musikgeschmack. Bon Jovi, ey. Warum hast du dir nicht das Bild angeguckt? Ja, weil er dann immer Minus wird. Aha. Ups. Ah, das war gut. Nochmal. Was für eine komische Drehung er immer macht. Das hört sich genauso an wie Nickelback oder sowas. Ja, klar. War komisch. Das sind die auch einfach. Mann, ich hab nie E-Mails. Mach doch, check doch erstmal. Geht nicht. Dann gehen wir ins Wild World Wide Web. Kann ja nichts machen. Achso. Computerspiele fordern neue Opfer. Was? Hä? Was soll das? Warum machen die das in einem Computerspiel? Das sind schon echte sind. Echte Nachrichten. War das irgendwann mal in einer Chicago High School? Ja, das kennen wir schon. Ich will weg hier. Dunkel das ist, ey. Ja, mach doch mal Licht an. Ja, ich gehe jetzt hier raus. Mach mal das Fenster zu, das ist ununterbrochen offen, das bricht noch jemand ein. Völlig. Hä? Oh Mann. Hallo? Er will, er heißt, das? Er will pennen gehen. Ach so. Mach aber das Fenster zu, sonst kann er nicht schlafen, ist zu laut. Wäre bestimmt wirklich so gewesen. Ach doch, die Musik. Du kannst jetzt nicht pennen wegen der Musik. Mach ich mal lieber geht aus. Geht ja nicht. Hä? Kommst du auch noch nicht raus, oder? Doch. Das war nur Zufall, dass es kommt einfach irgendwann, damit man weiß, was man machen soll. Hä? Muss nochmal auf 1 zwischen. Den klingt eh alles gleich. Mhm. Mediziniere dich nochmal. Nö. Doch, deine Handgelenke sind aufgeschlitzt. Deine Pulsadern. Ja, die habe ich doch schon mediziniert. Ja, aber das muss man immer frisch machen, weißt du? Sonst heilt das nicht. Wir haben jetzt die Handlung vorher das entschieden. Fuck is that? Sie ist eine Ex-Freundin oder nicht? Ach ja. Wenn die Sachen abholen will. Guck erstmal lieber, wer das ist. Hab ich ja schon gesehen. Hallo. Hi. Ich will nur meine Sachen holen. Ich hoffe, ich störe dich nicht.
Nein, ich bin nur sehr müde. Ich habe ihn voll abgerockt, hätte es mal hören müssen. Setz dich. Die läuft irgendwie komisch. Glas. Ich hole am besten deine Sachen. Sind bloß zwei Kisten. Wie sitzt sie Ich weiß nicht, wo du sie wohl hingeräumt hast, aber sie sind leicht zu erkennen. Meine Initialien stehen drauf. Hättest du ihr doch ein Glas Wasser anbieten können. Wo waren denn solche Kartons hier, oder? Bestimmt. Die kriegt kein Glas Wasser von mir, ey. Scheiß Schlampe. Da stehen Kisten. Irgendwas gedrückt. Das waren noch zwei. Tja. Ja, die anderen habe ich weggeworfen. Da habe ich mich auch zu sehen draufgesetzt. Achso, die zweite musst du jetzt aus dem Badezimmer holen oder so. Nee, aber hier waren auch gerade welche. Boxer, man ist mal richtig gegen, wenn du nichts zu tun hast. Over. Owei. Da ist sie. Die Kleine da. Ja, ne, er hat so einen Tick. Da sind sie. Das müsste alles sein. Alles in Ordnung, Lukas? Du bist so nervös. Ich hatte gesundheitliche Probleme, aber es geht wieder. Freut mich. Kissen. Sentimental gemacht. Du mir auch. Kissen? Nein, ich weiß gar nicht, wer das ist. Mach. Nein, es sagt sie nein. Mann, warum hab ich das nur getan? Guck, mach den nicht. Hä, warum... Ich brauch mehr Zeit, Lukas. Ich muss das mit mir selbst ausmachen. Tut mir leid, ich hätte nicht. Ich geh wieder. Dank dir für alles. Also ich dachte schon, ich nehm die Kissen nicht mit. Ich hätte jetzt echt gerne die Hintergrundstory da ein bisschen... Background-Telling. Oh, jetzt geht's ihm richtig scheiße. Ja, nur wegen dem Scheiß. Zu sagen, es hätte mich nicht gereizt, wäre gelogen. Aber vielleicht war es besser so. Schließlich hatte ich keine Ahnung, was mir in den nächsten 24 Stunden noch alles zustoßen würde. Und was hatte ich einem Mädchen wie Tiffany zu diesem Zeitpunkt anzubieten? Indem ich sie gehen ließ, schützte ich sie. Ich ging zu Bett, konnte nur versuchen, ein wenig Schlaf zu finden und abzuwarten, was der nächste Tag bringt. Er sagt gerade, er ging zu Bett, aber das stimmt gar nicht. Ja, er boxt sich jetzt noch ein bisschen müde, damit der richtige K.O. ins Bett fällt. Komm, jetzt einmal machst du den Sack noch fertig, ne? Oh Gott. Kein Wunder, dass er ein Messer und einen Macker braucht, der ihn beschwört, damit er... irgendwelche Leute töten kann. Gute Nacht. Wie stumpf er im Bett liegt. Ding Dong, ich wollte nur meine Sachen abholen. Hä? Du hast es doch extra zugemacht. Ja, das ist ein anderes. Ja, nee, doch. Das ist beim Fernsehen. Jetzt hast du aber eine E-Mail.
zur Final Destination. Fenster geht auf, Wind kommt rein. Hier nicht ausmachen. Klar. Man kann sich da nicht mehr hinsetzen. Den Fernseher musst du auch wieder ausmachen. Ist der Fernseher angegangen? Ja. Jedenfalls so. Wie die Tür auch halb offen ist. Jetzt sterbe ich bestimmt wieder, weil ich irgendwas hier drücken muss. Ich hab voll Angst. Der Fernseher ist gar nicht an, Mann. An, Mann. Doch. Das ist doch aber ein Störbild. Ja. Ameisenkrieg. What is Hallo? Here? Hello? Hello? Do you want some propane? Close the door. Do you wish to continue? Yes or no? So, und jetzt? Wetten, er hat eigentlich so ein ganz normales, kacklangweiliges Leben. Er macht gerade nur Arpi. Hä, was sollen sie denn jetzt hier machen? Wieder ins Bett gehen, schlafen. Nee. Klar. Hier ist nichts zu tun, als ob, weil wenn du jetzt wieder in den Raum kommst, passiert was Schlimmes. Liegen 5000 Raben in deinem Bett. Entspannt schlafen gehen. Mal wieder in dieser komischen Haltung. Aber das ist eigentlich ein Klischee, weil man schnarcht eigentlich nicht unbedingt. So, das war Fahrenheit. Die schlechtesten Let's Player der Welt spielen Fahrenheit. Wir sollten unseren Kanal so umbenennen. Die schlechtesten Let's Player der Welt. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder versagen, weil die Steuerung nicht geht. Tschüss. Schinken. Nein, ist nicht erlaubt.